Ja, grüß dich, erst einmal. Ist das noch, oder tut nicht jetzt? Ja, nicht so. Grüß Gott miteinander. Jetzt möchte ich aber, bevor mich jetzt bei allen Leuten bedanke, bei allen Menschen bedanke, möchte ich als allererstes jetzt einmal, auch bevor ich mich bei euch bedanke, einen Menschen hier raufholen, vorher, der was sagen sollte, der an diesem Buch mindestens genauso viel getan hat oder eigentlich ein bisschen mehr, würde ich sagen, getan hat dran. Das ist die andere Autorin. Wir haben nicht nur einen Autor, also nicht nur der Waldwolfi. Das sind zwar meine Geschichten, meine Erlebnisse, aber ich habe noch einen Autor, einen richtigen Autor, sage ich, einen richtigen Autor, der ja, schon mal was geschrieben hat und schon viele Bücher geschrieben hat, und das ist die Annette Hackbart. Und ich möchte bitte, bevor jetzt ich mich vom Stapel los, möchte ich das schnaufen, ganz bitte. Das war die einzige Schwierigkeit, die wir überhaupt miteinander hatten. Also das hat einfach total gut gepasst. Danke dir wahnsinnig für die tolle Zusammenarbeit. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Das heißt also, den Scheiß, den was ich geschrieben habe, den hat irgendjemand wieder in ein normales Deutsch fassen müssen. Und dafür war die Elena Gabler vom BLV Verlag in München zuständig. Also auch nochmal vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich jetzt noch erst einmal bedanken bei meinen Vorrednern. Joli, vielen herzlichen Dank. Es ist ein unglaublicher Abend für mich. Ich wollte es unbedingt im Humor sagen. Wir hätten es auch woanders tun können, zu einer Buchvorstellung. Ich wollte es in Bodenmais haben. Ich versuche jetzt ein bisschen so zu reden, dass du da verstehst. Ich wollte es in Bodenmais haben, weil es der Bernhard hat schon gesprochen, es hat früher auch schlechte Zeiten gegeben für mich in Bodenmais. Zeiten gewesen, die war wirklich hart waren. Nicht nur, die waren nicht nur hart, weil ich eine schwere Krankheit hinter mir habe, also 2015 mit zwei Schlaganfällen und alle möglichen Sachen. Also auch ein bisschen mehr am Tod als beim Leben. Und dann zusätzlich noch einen Kampf gegen einen Teil von der eigenen Heimat zu führen, war für mich nicht einfach, für die anderen wahrscheinlich auch nicht. Aber der Kreis schließt sich heute für mich. Und ich möchte eins sagen, es hat mir auch ein ganz besonderer Mensch, der was letztes Jahr bei mir auf einer Wanderung dabei war, da wo ich vorher noch nichts davon gewusst habe. Das ist die Gloria Grey. Die war letztes Jahr mit mir wandern und wir sind äußerlich unterschiedlich, man sieht es fast nicht, aber äußerlich haben wir unterschiedlich, aber ich glaube im Herzen drin gar nicht mal so sehr. Und ich erinnere mich an einen Satz, wo du gesagt hast, Wolfi, die Menschen haben dich nicht verstanden, gib ihnen eine Chance. Weißt du das noch? Und diesen Satz, den habe ich immer noch in mir drin, und diese Chance habe ich ihnen gegeben und ich freue mich, dass sich der Kreis heute schließt. Und ich möchte sagen, an meine Heimat Bodenmais, an alle, dass ich niemals irgendjemand was Böses wollte. Ich bin nur einer Überzeugung. Die Heimat liebt man nicht, indem man Teile von ihr kaputt macht. Die Heimat liebt man nur, indem man sie schützt. Und das Einzige, was wir haben, oder das Beste, was wir haben überhaupt im Ruhrgebiet, das ist eine wundervolle Natur. Und diese Natur habe ich seit vielen, vielen Jahren immer versucht weiterzugeben und weiterzugeben, auch wenn es hart war. Ich wollte es den Menschen weitergeben. Am Anfang war ich der Spinner. Und
Jetzt feiern wir nicht mehr ganz so bei der Spinne. Jetzt sind wir mal ein bisschen besser. Es ist schöner geworden. Viele Schulklassen kommen mittlerweile zu mir. Ich darf unterrichten, ich darf die Kinder in den Wald führen. Es war ein wahnsinniges Jahr 2016 mit zwei Fernsehberichten. Zweimal war der Bayerische Rundfunk bei mir, mit einmal zwischen Spießtag und Karwendel, einmal für die Abendschau. Ein Wahnsinn ist auf einmal entstanden. Ein Wahnsinn insofern, eine Doppelseite in der Bild am Sonntag, eine ganze Seite in der Süddeutschen Zeitung, danke Steffi. Ja, richtig viele Zeitungen haben gekommen, immer wieder, eins nach dem anderen. Und ich wusste eigentlich gar nicht mehr, was mir so richtig geschieht. Also vorher hat es mir nicht so richtig gefallen. Das, was vorher war, da wo du praktisch der Spinner bist. Und das danach, an das habe ich mich stark gewöhnen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man auf einmal so stark in den Medien präsent ist und auf einmal ist einer wie ich. Also ich bin immer so. Und auf einmal finden es die Leute gut. Das ist schon ein bisschen komisch. Und ich habe eine schwere Zeit gehabt. Und der Bernhard Moshandl, muss ich sagen, der hat mich dieses Gespräch gesucht, weil du es schon gesagt hast. Das habe ich ganz wundervoll gefunden, denn ganz plötzlich bin ich in der Heimat auch angekommen. Und das könnte mir auch sicher sein. Meine Frau weiß das. Wir haben jetzt da ein Glasparadies, also wir haben in der Wandglashütte. Da kann man das ein bisschen immer mit gravieren. Und eins könnte es sicher sein. Das Wappen von Bodenmeier, das ist in mein Herz eingraviert, meine Frau weiß das. Ich liebe diese Heimat, die ist nach meiner Frau das Wichtigste überhaupt. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich woanders in kürzester Zeit, ich möchte mir ein Bicker suchen oder eine Stabile zum Aufhängen, weil ich es einfach nicht kann. Also, es ist ganz wichtig für mich, nämlich mich bei euch alle bedanken, dass wir heute den Rahmen so haben wie heute. Das ist wunderschön und ich freue mich, dass ich jetzt ein paar Mal angekommen bin. Und die Geschichte hat noch eine weitere Story, nur sage ich jetzt einmal, Stefanie Probst vom Süddeutschen Zeitung. Da seht ihr, wie das weitergeht. Elena hat mir es erzählt. Die sitzen zusammen bei BLV-Verlag in München und die brauchen ein neues Buch. Es war ursprünglich ein anderes Buch, was geplant war. Und die Chefin hat dort noch keiner hat einen Vorschlag. Und die Chefin holt einen Zeitungsartikel raus. Waldwolf ist Welt, Süddeutsche Zeitung. Und was ist mit dem? Und dann hat sie einer das hingelegt und hat gesagt, Gott, den bringst du mir, so ungefähr. Ne? Und so funktioniert das, und so funktioniert das manchmal, wenn so passiert ist. Ich habe tatsächlich mittlerweile in der Zwischenzeit mehrere Buchangebote gehabt. Die haben aber nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ich vom BLV dieses Angebot bekommen habe, es ist der BLV ist eine Marke, ist ein Knaller. Jeder, der was in der Natur was zum Sohn oder zum Mohr holt, der lernt wahrscheinlich mit solchen Büchern, ich selber auch. Und ich habe sofort zu meiner Frau gesagt, das mache ich. Das ist was ganz Großartiges und ich möchte mich jetzt ganz herzlich bedanken, dass man einen kleinen Weitler, klein bin ich nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe ja nichts, ich besitze ja nichts, ist mir auch wurscht. Wie der Bernhard schon gesagt hat, es ist mir scheißegal, ob ich was besitze oder nicht. Für mich ist das Herz wichtig. Und die Natur draußen ist wichtig. Und dass ihr mir die Chance gebt, dass ich das in die Welt hinaus bringen kann. Und wenn man das anschaut, dass dieses Buch in ganz Deutschland erschienen ist, bis auf Hamburg rauf in die Buchläden liegt. Wir haben gerade darüber geredet, im Amazon am Dienstag schon ausverkauft war, nachbestellt. Dann erfüllt mich das mit großer Freude, dass das, was ich über viele Jahre getan habe, und das waren teilweise Nächte, ja, selbst wo ich im Krieg drin gegangen bin und wo ich wirklich Tag und Nacht, teilweise da oben war, Tage und Nächte in unsere Berge verbracht habe und wollte den Beweis bringen, dass wir mir solche Tiere haben und ich nehme es vorweg, ob das jetzt der Auerhahn ist oder Habichtskanz, Raufußkanz oder sonstige Tiere, Hasen, Huhn, alles so festhalten können im Bild. Was nicht so einfach ist, ich möchte nur kurz dazu sagen, alle meine Bilder sind in der Wildnis entstanden. Wir haben keine Bilder irgendwo in einem Gehege. Und dass ich mir die Chance dazu gegeben habe, möchte ich jetzt einfach sagen, ist was ganz Großartiges und vielen herzlichen Dank an den BLV Verlag in München. Für so einen wie mich ist das eine einmalige und wunderschöne Sache gewesen. Danke. Und das braucht es jetzt gar nicht freuen, ich bin noch nicht fertig.
Ich möchte jetzt nämlich noch ein paar Begrüßungen machen. Mein Bürgermeister Bernhard und zwei Bürgermeister Brian mal begrüßen, die haben sich selber schon begrüßt. Ich freue mich wahnsinnig, dass die Silberbergsänger wieder da sind. Die Silberbergsänger sind immer dabei gewesen bei jeder Buchausstellung, wo ich war. Und da haben wir auch schon bis auf Mark Treditz raufgekommen, gell, Martin. Und sie haben überall mitgefahren und haben überall für mich gespielt. Und das ist eine ganz großartige Sache. Auch die Herrmandl-Wanderung haben uns sehr oft gemacht und das freut mich ganz neidisch. Also du möchtest erst einmal Danke sagen. Super. Der Bobby, der hat mir was ganz anderes noch geschenkt. Der hat mir gezeigt, dass es mehr Menschen gibt, die nicht auf Geld und Kommerz Wert legen. Der Bobby hat ein Grundstück, das ist der Mann hier rechts. Der hat ein Grundstück, der hat Wald und noch sonstige Sachen. Und ich habe einen Bauwagen, den kennt ihr ja mittlerweile alle, der ist hochberühmt worden, warum auch immer. Dieser Bauwagen steht auf dem Grund von Bobby und er hat mir damit eine Heimat geschenkt. Und das ist auch nicht selbstverständlich und das ist eine ganz wunderbare Sache. Ohne die gab es einen Bauwagen nicht. Dankeschön, das ist super. Ne? So, begrüßen da jetzt noch ein paar Leute. Natürlich Gloria, die Glaskönigin. Andrea, schön, dass du bist und der Papa. Ganz besonders auch ein Mensch, von dem wo ich ganz große Hochachtung habe. Martin Schmidt mit seiner Frau Barbara. Die kommen extra den weiten Weg her. Das ist der Chef der Klinik im Fichtelgebirge. Das ist also ein Mann, der was wirklich was erreicht hat. Er ist also ein Jemand und ist ein Jemand und ist gleichzeitig ein Mensch geblieben. Das, was nicht so einfach ist. Denn willst du den wahren Charakter eines Menschen kennenlernen, gib ihm Macht. Das geht ganz schön in die Hose. Das hat man in den letzten Jahren auch immer wieder einmal gesehen von diversen Menschen. Wenn man ihnen Macht gibt, wie verrückt das dann wird. Und das ist ganz wunderbar. Also vielen Dank und schön, dass du da seid. Und dann kann ich da gleich Claudia Zink, ist auch wieder so ein ganz wichtiger Mensch. Die Claudia hat mich damals angeschrieben und gesagt, du brauchst eine Homepage. Die macht das professionell, die Homepage, und die macht professionell Homepage, und die macht professionell, was weiß ich, was ist das, seine sowas wie das da. Ne? Und die hat gesagt, sie macht das für mich und sie macht es kostenlos. Weil sie es einfach gut findet, was ich mache, sie möchte mich unterstützen. Das ist alles andere als alltäglich, sage ich jetzt immer, und deswegen ist das auch wieder wie von Martin. Der Martin hat mir damals die Chance gegeben, Ausstellungen in Mark Treditz zu machen im Klinikum Fichtelgebirge. Die Claudia macht für mich alles und hat noch nie gesagt, sie braucht Geld dafür oder sonst was. Und das ist absoluter Wahnsinn. Also auch vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt mal ich noch kurz zuschauen, dass ich keinen vergiss. Renate Fritz und Ludwig Fritz, vielen herzlichen Dank, dass du dort bist. Ihr seid einmal zu mir gestanden, ich habe Ihnen das gerade gesagt. Ihr wart immer dabei, oder zumindest Renate, sogar bis auf Marc Drehwitz ist aufgefunden. Auch die Elke Hiebel, die wir beide gleichzeitig nennen wollen. Elke ist heute nicht da. Die mag den Zinnober nicht. Die mag so eine große Veranstaltung nicht. ich kann sie verstehen. Es gefällt mir zwar schon heute, aber ich war auch lieber im Wald. Ich wäre lieber im Wald. Ne? Was ich bei den Menschen sagen muss, ist das, auch als es mir schlecht ging, waren die an meiner Seite. Das ist schon was ganz was Wunderbares. Begrüßen da noch Sepp Probst aus Regen, der Buchautor, dieser richtige Autor, der hat schon 6 Bücher geschrieben. Ein Johannes Vogt ist da mit seiner Familie, meine ganzen Freunde, Christian Fahler, Andrea Eder, Dani, ich sage jetzt nicht alle beim Namen. Pepe, vielen Dank, dass ihr alle da habt. Und jetzt kommt noch das allerletzte vom, oh Gottes Willen, ist ja schlecht, ich muss noch mal anfangen. Nicht das allerletzte. Jetzt kommt noch der letzte Gruß. Der letzte Gruß und zwar der wichtigste. Hinter einem Menschen wie mir muss jemand stehen. Und es gibt tatsächlich nur einen Menschen, der wirklich immer zu mir gestanden hat. Und das seit 21 Jahren jetzt. Ich bin jetzt 21 Jahre mit meiner Frau verheiratet und das ist das Größte, das Beste, was in meinem ganzen Leben passiert ist. Und du bist die Liebe meines Lebens und du bist immer bei mir gewesen und das freut mich ganz narrisch.
und du machst bei jeder Spinnerei mit. Also auch wenn es mal nicht so gut ist und ich Blödsinn mache, mag sie mich. Das ist nicht alltäglich. Manche Ehen haben nach ein, zwei Jahren schon geschieden. Freilich kracht es bei uns auch mal, vor allem wenn ich zu viel gesoffen habe. Ja. Kommt aber nicht oft vor. Zwei, dreimal in der Woche. Und also das ist natürlich der größte Dank für meine Frau Sabine. Vielen, vielen, vielen Dank. Da drüben hockt der Klaus Osama, der Dübelein, vom alten Forsthaus. Er ist auch immer zu mir gestanden. Bildsponsor unter anderem auch, immer wieder Bildsponsor. Der hat die Ausstellung, was es in Bodenmeisung gibt, in der alten Rathaus, hat er gesponsert. Super, danke. Und da möchte ich noch eine kleine Geschichte, bevor ich aufhört, erzählen. Die Anfänge von mir, wo es angegangen ist mit dem Fotografieren. Da drüben sitzt er. Ich erzähle es bei jedem Vortrag. Also, wo ich Fotografieren angefangen habe, können tue ich es heute noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich drücke einfach auf den Knopf, ich mache alles auf Automatik, aber angefangen hat es, dass ich mal weiß, welchen Fotoapparat ich kaufen muss, bin ich zu meinem damaligen Nachbarn gegangen, langjährigen Nachbarn von meinem Elternhaus, der Werner, der Weber Werner, da drüben sitzt er mit seiner Frau Monika, danke, dass du jetzt, ich bin rübergegangen und habe gesagt, Werner, ich brauche jetzt eine Kamera, da war ein Vogel, auf 50 Meter Entfernung fotografieren hat, dass man sieht, wie der Bustertropf vorrennt, wenn er was getrunken hat. So klar. Dann ist der Werner ziemlich kalt weiß geworden, er wurde weiß wie Schnee. Und dann hat er gesagt, dann brauchst du jetzt zum Beispiel für Nikon ein 600 Objektiv. Dann sag ich, kaufen wir, kein Problem. Dann sagt er, das kostet 10.000 Euro. Dann sag ich, na gut, dann brauche ich einen Plan B. Aus diesem Plan B ist ein Plan Y geworden. Ich habe mir ein Einsteigermodell von Nikon gekauft, der Nikon D3100. Dazu habe ich mir letztes Jahr ein Tamron-Objektiv 300 mm gegönnt für 95 Euro. Also ist ein bisschen weniger als 10.000 Euro. Und mit dem fotografiere ich die ganzen Tiere. Das heißt also, ich bin an jedem Tier, auf einem Singvogel, muss ich auch ungefähr 3 Meter ran, damit er überhaupt klar wird. Deswegen ist diese schöne Geschichte, die ich immer gerne wieder bringe. Und jetzt habe ich schon so lange gearbeitet, ich möchte jetzt die Elena Gabler noch aufholen. Ich möchte mich aber jetzt nochmal bedanken, dass alle da sind. Und wenn ich jemanden vergessen habe, dem zahle ich noch an der Hübe. Das kann man auch machen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da sein kann. Vielen herzlichen Dank. Elena, du musst nachverkommen vom BLV-Verlag in München.